Wie in meinem Montana-Video schon berichtet, hatte ich zwei neue T10-Schiffe, und zwar eben einmal die Montana und zum anderen den großen Kurfürsten. Und das ist dieses letzte Schiffchen hier, das letzte Schiff in der deutschen Battleship-Linie. Und ich wollte einfach mal ein Gefechtsstation. Beispiel-Game aufnehmen, deswegen habe ich jetzt dies hier rausgenommen. Das war eines, was ich hatte. Ich habe am Anfang versucht, die ähnlich wie die Bismarck und die Friedrich auch auf Secondary Build zu spielen. Problem ist, es funktioniert nicht wirklich auf T10, aus dem einfachen Grund, dass Gefechte über viel größere Entfernungen stattfinden und dieses Ding einfach zu fett und unbeweglich zum Brawlen ist. Wenn es interessiert, kurz die Teams einmal eingeblendet. War eigentlich alles relativ ausgeglichen. Ja, das Ding steuert sich halt, als ob es gar kein Ruder hätte, weil das links und rechts bewegen ist damit nicht und anhalten und vorwärts kommen ist auch nicht so. Liegt an der Größe des Schiffs. Und ja, das macht es nicht unbedingt einfach, damit zu spielen. Man sieht, es hat einen sehr mächtigen HP-Pool, den größten im Spiel momentan mit 105.000 HP. Das Ding ist nur, das täuscht massiv. Auch wenn man keine Zitadellen fangen kann oder weitgehend nicht fangen kann aufgrund von Turtleback Armor, kann man von Breitseiten, von gegnerischen Battleships und auch von Kreuzern sehr, sehr, sehr schnell kassieren. Das weitere Problem ist, dass das Ding leider einen sehr unzureichenden Torpedoschutz hat. Also es ist keineswegs irgendwie auf Yamato-Level oder so. Ich habe jetzt. Kann man das echt einblenden lassen? Nee, kann man hier nicht. Könnte wahrscheinlich nur im Hafen sehen. Gefühlt hat es, wie gesagt, überhaupt keinen Torpedoschutz. Und man kassiert doch recht häufig. Ich habe mir hier das Schiff einmal kurz etwas näher im Detail angeschaut. Ich spiele mittlerweile einen Build, der hauptsächlich auf Survival ausgelegt ist, also weniger Feuerschaden und dergleichen, weil das ist auch noch ein Kriterium. Das Ding brennt wie Zunder. Es ist ein bisschen so wie die Izumo in alten Zeiten, als ob man das Teil komplett in Öl übergossen hätte und dann wartet man nur darauf, dass einer Streichholz dran hält. Ungefähr so verhält sich das im Moment. Praktische Teil ist wie immer, man hat Hydro, deutsches Hydro, also fast 6 Kilometer Reichweite. Das ist sehr, sehr praktisch. Und die Guns tun ziemlich weh. Ich habe die 420 mm drauf gebaut. Die haben eine etwas geringere Mündungsgeschwindigkeit. Wenn sie aber treffen, machen sie verdammt viel Schaden. Und davon hat man eben 12 Stück. Zwei Türme vorne, zwei hinten. Auch hier wieder dann allerdings der Nachteil. Das Gun Placement ist nicht so geil. Das ist unsere Sau, die mir Breitseite zeigt. Das ist etwas, was man nicht tun sollte gegenüber einer Kurfürst. Man kann leider, ja, Sau-Troll-Armor. Von mir hat er keine Zitadelle bekommen, von irgendjemand anders schon. Man kann leider nicht vernünftig, wenn man nach vorne fährt, hat man keine vernünftigen Winkel, um auch die hinteren Geschütztürme spielen zu lassen. Da ist einfach hier, ich zeige das kurz in meiner Maus, dieser Aufbau hier hinten im Weg, das ist ein Feuerleitsystem oder sowas wahrscheinlich, keine Ahnung. Jedenfalls drehst du das mit, wenn ich ziele. Und das Ding ist einfach im Weg. Und da kann man nicht wirklich was mit machen dann. Ja, jetzt kann man einmal kurz die Feuerkraft sehen, die da kommt. Das war eine komplette Salve auf eine Hipper. Wupp. Das passiert eben mit Kreuzern, die einer Kurfürst Breitseite zeigen. Das kann dann sehr, sehr schnell vorbei sein. Und würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Also, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, der war nun schon dabei, sich rauszudrehen, hat allerdings nicht wirklich funktioniert. Ich mache jetzt hier mal ein Hydro an, weil eben hier vorne Smoke vor mir ist. Und wir da auch schon eben den gegnerischen Zerstörer gesehen haben, der unsere Yugumo da getötet hat. Und deshalb muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß wie immer nicht, was unser Team hier veranstaltet. Statt mit mir nach vorne zu fahren, fahren die wie immer irgendwo auf ganz eigenartige Wege. Weiß ich nicht. Also immerhin einer kommt jetzt hier momentan mit neben mir. Der steht sich irgendwie quer, ganz komisch hin. Weiß ich nicht. Ja, also das Teil ist grandios dafür. Kreuzer zu vernichten oder auch wenn andere Battleships einem Breitseite zeigen, kann man den auch sehr, sehr gut einschenken. Wir haben es gerade gesehen, die gegnerische Kurfürst, die hier vor mir steht. Der Captain Sparrow Jack hat hier unsere Atago einfach auch mehr oder weniger gewonshottet, die hier in B in der Mitte war. Das geht also hervorragend. Sehen wir hier, wie sich eine Friedrich anbietet. Auch das war eine sehr, sehr gute Salve für mich. 7 Overpens, 3 normale Penetrations, nur ein einziger Bounce. Und das waren irgendwie fast 20.000 Schaden. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als 20.000. Das ist dann schon extrem nett.
Und man sieht es mit dem Perk. Ich habe dieses Perk, dass man, dass ich quasi in meiner Mittelsektion nur ein einziges Feuer haben kann. Das wäre normalerweise wären das zwei, die jetzt hier gerade brennen. Und meine HP juckt es nicht so wirklich. Also das ist recht angenehm, wenn man das Schiff eben in so eine Art Tank-Skillung bringt. Und da eben sehr, sehr viel von diesen Damage-over-Time-Geschichten vermeiden kann. Und ich nehme jetzt allerdings gleich leider doch sehr, sehr viel Damage, weil ich ein bisschen mich dumm anstelle, sagen wir mal. Wahrscheinlich an der Stelle schon ein bisschen früher schießen können. Ja, da hat man gerade mal gesehen, was passiert, wie viel Schaden ich einfach fresse von normalen AP-Geschossen. Das waren einmal 10.000, einmal 7.000 Schaden. Also einfach direkt ist hier, keine Ahnung, ein Viertel meiner HP, meiner Gesamt-HP hat sich da gerade in Luft aufgelöst. Das wird in der Yamato nie passieren, solche Hits. Und das ist einfach eine Sache, dass irgendwie passt da die Panzerung oder was auch immer, irgendwas passt an dem Schiff einfach nicht. Da wieder, das war frontal rein, 13.000 Schaden nochmal, irgendwie 2.000 hinterher. Weiß ich nicht, aber das auf dem T10 Schlachtschiff, das würde mir wahrscheinlich auf keinem anderen passieren, also auf keinem der anderen beiden. Und deswegen trügt er eben dieser HP-Pool so sehr, dass man angeblich sich freut über 100.000 Hitpoints. Nur, man ist die halt auch sehr, sehr schnell los. Die Ibuki hat sich da irgendwie an dem Wrack gebeacht. Ich versuche jetzt hier verzweifelt irgendwie einen gescheiten Schuss drauf zu kriegen, aber irgendwie will es nicht so wirklich. Das wäre die nächste 12.000er-Salve gerade von der gegnerischen Kurfürst. Und das war alles frontal in mich rein. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie meine Flanke gesehen hätte. Ja, hier kann ich mich jetzt entscheiden, welche Torps ich fresse. Ich entscheide mich hier für die Ibuki-Torps. Ich habe natürlich leider auch noch hier vorne einen abgenommen. Das war etwas unnötig. Muss ich jetzt auch direkt repairen. Und so kann allerdings innerhalb von 2-3 Minuten, konnte man jetzt ganz gut sehen, ist mein gesamter HP-Pool eigentlich mehr oder weniger weg. Und das ist halt, ja, wenn ich nicht vorher schon quasi versucht hätte, möglichst viel von diesem Brandschaden zu vermeiden, hätte es sehr gut sein können, dass ich jetzt schon down wäre. Ich meine, ich habe noch 4 Heals, aber mit 12.000 HP wäre ich jetzt so viel wie ein DD und der gegnerische Kurfürst ist noch fast voll. Wenn ich noch nicht wirklich dazu gekommen bin, gut auf die zu schießen. Aber langsam kommt jetzt zum Glück mal mein Team hier auch an. Versucht mich zu supporten. Und ich versuche jetzt irgendwie was gegen diese Sau zu machen. Was auch funktioniert. Wie gesagt, wenn die ganz treffen, klappt das sehr, sehr gut. Man muss halt nur echt schneller sein als der Gegner, der auf einen schießt. Wenn man das nicht schafft, dann hat man ein dickes, dickes Problem. Und jetzt versuche ich hier irgendwie was gegen die Fletcher zu machen. Auch das funktioniert. War allerdings auch mehr Glück als Verstand, weil ich eigentlich fast in diesen Berg reingeschossen hätte. Könnte mich jetzt ein bisschen wieder hochheilen, aber habe jetzt das Problem, dass ich in der Rhone einfach komplett auch alles zeige, was ich zu bieten habe. Habe ich ein bisschen hochgezielt wahrscheinlich. Der zweiten Salve. Wie gesagt, wenn man trifft, dann scheppert es für den Gegner. Aber es scheppert eben auch leider bei einem selber. Das ist eben der unangenehme Teil. Und ich denke, dass der Survival-Build, ich glaube, Flamu spielt den auch, dem Secondary-Build sehr, sehr weit überlegen ist. Einfach, weil man zumindest den Feuerschaden weitgehend rausnehmen kann. Oder nicht rausnehmen, aber man kann ihn erheblich verringern, als das, was man normalerweise kriegt, weil im Normalfall ist es halt echt so, dass man sehr, sehr schnell und sehr, sehr lange brennt. Und der Feuerschaden ist echt unangenehm. Deswegen habe ich das versucht, möglichst weit zu umgehen. Und es tut immer noch genug, wenn man getroffen wird in dem Schiff. Eben dafür, dass es ein Tier 10 Battleship ist. Zum Spiel selber. Unser Gegner hat hier zum Glück super lange gepennt bei C. Also die haben Ewigkeiten gebraucht, um von C rüberzukommen zu B jetzt. Deswegen gewinnen wir dieses Spiel relativ simpel. Ich habe es aber einfach rausgesucht, um eben zeigen zu können, diese, ja, nennen wir es mal Nehmerqualitäten. Ich habe mich jetzt auch schon wieder ein bisschen hochgeheilt zum Glück. Also ich habe jetzt einige meiner Heals schon verbraucht. Und ich denke, da kann man eigentlich ganz gut sehen, was das Schiff kann. Also man kann ganz gut tanken für eine gewisse Zeit.
Wenn man seine Zeit zu sehr ausreizt, die man das versucht, dann kriegt man halt aufs Maul. Und Torpedos sollte man nach Möglichkeit Tulis vermeiden. Weil, ja, die wrecken einen ziemlich hart. Ein Torpedoschutz ist so gut wie nicht vorhanden. Merke ich jedes Mal, wenn ich Flugzeugträger spiele und eine Kurfürst anfliege. Wenn ich merke, dass derjenige keine Secondary Skills bzw. Flak Skills hat, dann wird das für den Rest des Spiels eines meiner bevorzugten Targets sein. Weil wenn ich dem einmal ein Flooding drauf haue und ein Feuer, der wird leiden. Das kann ich schon mal sagen. Also ihr solltet euch mit der Kurfürst, wenn ihr eben euch für ein Bild entschieden habt, und wie gesagt, ich würde den Tankbild sozusagen empfehlen, immer in der Nähe von Kreuzern aufhalten, die euch Luftunterstützung oder Luftabwehr bieten können. Weil wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr ein Problem. Zwar kein ganz kleines. Ja, hier sieht man ganz gut, unsere Hindenburg und Shimakaze haben kurz den Rest zum Gegner irgendwie gekillt. Die haben irgendwo noch einen Zerstörer. Wo auch immer. Den habe ich das ganze Spiel noch nicht übergesehen. Unser ganzes Team hat den noch nicht gesehen. Der ist nirgendwo mal aufgeklärt worden. Und das gegnerische Team wundert sich jetzt gerade so ein bisschen, dass unsere Teilflotte quasi hier unten rum gesegelt ist. Und hat jetzt hier eben die Missouri, die Rhone und die, weiß gar nicht, was das noch war. Die Minotaur? Ich glaube, es war die Minotaur. Haben sie hier unten ganz gut abgefangen. Also das hat schon echt gut funktioniert gerade. Ja, da geht die Missouri auch noch down. Und ja, ich glaube, ich erinnere mich gerade, der gegnerische Zerstörer ist tatsächlich irgendwo hier unten rum gesegelt. Ja, genau da, wo jetzt gerade geblinkt wird. Und da sind irgendwo Torpedos dann von dem nach Richtung A und B gefallen. Also vollkommen sinnlos. Ich glaube, es war ein ganz normaler Wochentag, also kein Wochenende oder so. Was das irgendwie hätte entschuldigen können. Zum Thema Ranked-Spiele noch ganz kurz. Da ich es ab und zu immer mal wieder in den Kommentaren lese, warum so wenig Ranked-Spiele von mir als Video kommen, liegt ganz einfach daran, dass ich meistens, wenn ich Ranked-Spiele, was komplett anderes nebenbei mache, um mir meine geistige Gesundheit zu erhalten. Also ich höre ganz viele Hörbücher oder irgendwelche Podcasts mit Themen, die mich interessieren, oder schaue irgendwelche Dokus nebenher, weil ich nach Möglichkeit mich direkt ablenken möchte von dem, nennen wir es mal hirntoten Schwachsinn, den meine Teammates größtenteils im Ranked veranstalten. Es gibt immer noch die grandiose Unart, pushen um jeden Preis und versuchen immer möglichst alle Caps zu besitzen, und die Leute verstehen aber nicht, dass es reicht, wenn man punktemäßig vorne ist. Das ist auch nach 6 Seasons noch nicht angekommen. Das ist für mich nach wie vor komplett unbegreiflich, wie man das nicht verstehen kann. Und deswegen möchte ich da möglichst wenig aktiv mitbekommen. Ich mache einfach meine Spiele. Kann die meistens auch so carryen, dass wir die gewinnen mittlerweile wieder. Ich habe irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, 62-63% Winrate im Moment im Ranked. Und bin jetzt Rang 8 und arbeite dran eben, dass ich diese oder nächste Woche noch Rang 5 werde. Wahrscheinlich ja nächste Woche, diese Woche am Wochenende habe ich irgendwie keinen Bock zu spielen. Und also ich bin auf einem guten Weg in Richtung Rang 1, aber es wird noch ein bisschen dauern. Und vielleicht will ich das ein oder andere Spiel noch als Replay eben bringen. Und so, dann kommen wir hierzu. Schlachtergebnisse lief ganz gut für mich. Die 5 Zitadellen habe ich größtenteils oder fast ausschließlich auf den Kreuzern gefunden, die ich eben da besiegt habe. 3 Versenkungen. Und zweimal davon Devastating Strike, das war die Hipper und die Sau, glaube ich, die ich da Devastating Strike habe. Das hat also sehr, sehr gut funktioniert. Secondaries, wie gesagt, ist nicht der Bild dafür, deswegen da kaum welche. 41 Hits für 150.000 Damage. Ich habe auch schon Spiele über 200.000 gehabt. Also die kann man durchaus bekommen. Das war das Ergebnis am Ende. 2266 Base XP, das sind über 1000, naja, nicht ganz, 600 mehr als der nächste. Unsere Hindenburg, man sieht das Spiel schon ein bisschen älter, ich bin noch Rang 10. Also das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und da bin ich, ja, doch recht angetan von dem Schiff, wenn man es eben mit der Skillung spielt. Kann man aber noch kurz sehen. Das waren eben die 3 Targets, die ich gekillt habe. Und ja, wenn es eben bei einem Kreuzer einschlägt von einer Kurfürst, dann tut das ziemlich weh. Und
das noch, die Endabrechnung. Ja, besten Dank fürs Zuschauen. Ich denke, es wird demnächst wieder ein paar mehr Warships-Videos geben. Im Moment gibt es so wenig, weil ich eine neue Grafikkarte eingebaut habe und momentan erstmal ein bisschen anspruchsvollere Spiele für mich selber so gespielt habe, also ohne Aufnahme. Ich habe sehr, sehr viel die Ghost Recon Wildlands Beta gespielt. Dann kommt dazu, dass Alex und Trey dieses Wochenende nicht da sind. Ich also mehr oder weniger alleine Warships spielen müsste, wo ich nicht unbedingt daran interessiert bin. Und deshalb wird es wahrscheinlich nächste Woche wieder ein bisschen mehr geben. Und mal gucken, vielleicht gönne ich euch den Spaß mal und nehme eins meiner Ranked-Spiele auf. Dann könnt ihr mich wieder in Bestform erleben, wenn ich uprage. Sonst schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Mal.